du wirst Beiträge cutten und schneiden? Genau, ich bin ein sehr guter Cutter. Ja, auskennt. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Das wollte ich hören. Niklas. Achtung! Na Scherz. Das ist quasi so das Hauptquartier vom Filmfestival Cottbus, die Stadthalle. Vom 4. bis zum 9. ist das quasi auch die Anlaufstelle, wenn man da sehr Akkreditierungen holen möchte, wenn man Fragen hat und auch oben in der Stadthalle natürlich kann man sich dann die Filme anschauen. Hey, sag mal, wie viel Beute habt ihr gedruckt? Du, ich hab keine Ahnung. Noch ist es leer, hier wird aber später die Radio 1 Lounge entstehen. Ja, hier ist noch nicht so viel los, aber das ist kein Problem. Wir gehen erstmal zum eigentlichen Büro des Filmfestivals. Es ist gar nicht so weit, es ist gleich in der Nähe in der Spielgalerie. Dritte Etage, 4. Darf ich euch ganz kurz fragen, was ihr gerade noch zu tun habt, kurz vor dem Festival? Wir versuchen, die Leute zu buchen, die jetzt spät sich angemeldet haben, weil wir total voll sind. Es ist nicht leicht. Ich warte darauf, dass die letzten Filme eintreffen. Und eins kam halt schon aus Bali. Ja? Und es ist eine ganz knappe Sache jetzt? Oder werden alle Filme rechtzeitig da sein? Nee, also es gibt knappe Sachen, aber es läuft. Ja? Also die knappste Sache ist für morgen schon ein Film. Aber ich bin sehr erleichtert. Ich habe diesen ganzen Tracking-Verlauf, kannst du ja mal folgen bei FedEx. Und da steht jetzt, dass es in Zustellung ist von Dresden. Was das für eine Planung ist, wie man da so rangeht eigentlich, wenn man so ein Festival plant. Das sind ja jetzt alles die einzelnen Filme sozusagen, ne? Eigentlich ist es viel Basteln. Du guckst halt, welche Sektionen sind an feste Spielstätten gebunden. Also beim Wettbewerb ist es ja die Erstaufführung immer in der Stadthalle und die Wiederholung im Weltspiegel. Und dann baust du das zuerst, alles was fest ist und alles andere baust du drumherum, so wie es am besten auch zeitlich passt. Was machst du noch kurz vor dem Festival? Filme gucken. Jetzt noch? Ja, für Filmausschnitte. Für die eventuellen Gewinner, die wir dann schön zusammenschneiden am Ende. Alex, was machst du noch kurz vorm... kurz vorm Peng quasi. Ja, kurz vorm Peng. Wir bereiten noch die festivalinterne Tageszeitung vor, das ist die Klappe. Mhm. Die wird tagtäglich rauskommen, Informationen zum Rahmenprogramm beinhalten, was für Leute hier sind, Interviews und so weiter. Das wird jetzt schon im Groben vorbereitet. Dann bereiten wir schon Pressemitteilungen vor, die dann auch schnell und zeitnah rausgehen müssen. Ja, und ansonsten kümmern wir uns natürlich um alle Presseanfragen, die so kommen, von Reportern, Medienleuten und so weiter. Die wollen alle Interviews führen, die wollen überall in die Kinos rein und das müssen wir möglich machen. Die Website ein bisschen vorbereiten, dass wir da gut unterwegs sind und alles nur noch freischalten müssen, idealerweise. So, jetzt wird erstmal gefrühstückt und wir sehen uns dann zum nächsten Video, das heute Abend an meiner Filmschau entstehen wird und quasi euch morgen zeigt, wie es war und wer gewonnen hat. Tschüss!